Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Helpless Farming und natürlich wieder mit der lieben Haley und mit der lieben Ela. Hallo. So. Danke für den Screamer, Alex. Mädels, passt auf, folgende Sache. Ich würde hier gern also einen Zaun lang setzen, hier die Straße entlang. So, da ist jetzt folgende Frage. Ihr drückt mal bitte P. Und geht dann unten auf die drei Striche. Links, Haley, linke Seite, runter scrollen. Ja. Ne? Du willst ja mal ausführlich. Ja. So, und dann bitte auf Bauen gehen. Und dann gehen wir auf Dekorationen. So, und dann sucht euch jetzt mal bitte einen Zaun raus, den ich hier lang pflanzen soll. Einen schönen Zaun. Der für 100 da hinten. Der also zwei, mit hellem Holz. Der siebte. Der siebte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann weißen, Haley. Nee, die weißen finde ich nicht so schön. Schau mal noch weiter hinten. Die sind auch hübsch. Die wird so. Auf 100. Oder 1,5. Oh, da ist so ein Wildzaun. Der ist auch nicht schlecht. So, so ein rauf, runter, rauf, runter. Oh, nee, der da hinten. Besser. Der ist schön. Warte, jetzt muss ich zählen, welcher das ist. Oder, Müssen wir ein Probestück hinstellen? Also, ihr dürft ein Probestück hinstellen, ja. Schau mal. Weil, das muss ich ja schon wissen. So, okay. Ich habe gebaut, schau mal. Wo? Den finde ich hübsch. Wo? Wo? Warte. Oh, halt, warte. Oh. Wenn du uns noch sagst, wo? Ist das ja, schon vor euch, aber irgendwie, warte mal, will das gerade nicht. Distanz zu klein, Kollision mit anderem, warte mal, jetzt. Und wie kann ich das? Ah, hier. Oh. Warum geht das nicht? Er kann nicht bauen. Jetzt. Ja, der ist hübsch. Den kann man nehmen. Also den hier. Okay. Gut. Dann würde ich diesen Zaun setzen. Gut. Okay. Ja. Gut, Mädels, das war's schon. Gut. Das war's schon. Dann könnt ihr euch weiter flitzen. Wir flitzen. Ja, Tobi, hi. So, warte, den erstmal wieder weg. So. Was steht denn jetzt noch an? Ich habe angesät. Du hast angesät. Ich habe keine Aufgabe gerade. Dann kannst du, dann nimmst du dir den Zetter, also den Wender. Ja. Und fährst bei Haley hoch und machst dann mit dem Wender lang. Wender. Egal. Was ist denn da drin? Oh. Oh. Das rote ist der Wender. Genau. Ah, okay. Dann. Ach, die ist wieder da ganz oben auf dem Feld, geh. Ja. Mission? Warum? Mission? Was ist jetzt hier? Ja, okay, schade. Ja. Danke, René. Ich mähe das Gras ums Feld rum auch gleich. Joa, machen Sie nur. Günther, das kann ich dir nicht beantworten. So, was hat er denn? Oder was würde er denn gern wissen? Gibt es derzeit schon die Möglichkeit, durch einen Mod im Mod-Ordner neue Fill-Types ins Spiel zu implementieren? Soweit ich weiß nicht. Hier. So. Jetzt. Jetzt hier so ein bisschen lang basteln. Pass mal auf. Feld 2. Wow. Okay. Wir haben kein Geld mehr. Was ist denn hier los? So. Hat er vorhin mal gesagt. Na schick. Hat er vor ein paar Folgen mal gesagt. Hallo. Ich versuche ja gerade den Hof hübsch zu machen, ne? Du machst das wunderschön. Wunderhübsch. Warum? Ich sehe es zwar nicht, aber wunderhübsch. Warum ist da immer so ein Unterton drin? Weil wir kein Geld mehr haben. Aber wir haben doch noch 120k. Okay. Mag ich mir fürs nächste Mal. Halt, nee. Stopp. Wenn ihr das macht mit ist es, naja, so ein Ding. Wenn zwei das gleiche tun, ist nicht dasselbe, willst du uns sagen. Mhm.
Ah, das kenne ich nur von der Strohaktion. Ja, das stimmt. Ja, ja. Das kam mir gerade in den Sinn. Kam mir da auch gerade in den Sinn. Oh, da, nein, da ist noch ein Rand. So. Okay, wir können aber auch eins machen. Mit Zickzack fahre. So. Hier noch ein bisschen hübsch machen. Und dann nehmen wir uns noch, wo haben wir es denn? Das. So. Und da geht das Geld wieder dahin. Da geht das dahin. Jetzt guck dir das mal an. Jetzt warte weiß ich ein bisschen, wie es ihm gegangen ist, als wir die Pferde gekauft haben. So. Gute Nacht. Und das brauchen wir noch, und das brauchen wir noch. So. Einmal. Aber das gehört doch gar nicht zu unserem Fell. Das kann ich doch nicht einfach. Oder? Ist das nicht frech? Oh. Ich hoffe, ich finde den Weg wieder. Und kollidiert das jetzt mit anderen Dingen? Able-Class. Nobody knows. Dass hier alles auf Französisch steht. Ist das Trouble Life? Sieht man was? Die Schilder und so. Werbung auf Französisch. Schön. Mhm. Muss ich da schon hoch? Nee. Ihr habt es voll drauf, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich, das sieht gar nicht so schlecht aus, was ich hier fabriziere. Wo muss ich da hin? Mach doch. Wo bin ich denn eigentlich? Ich mach doch schon. Du doch nicht. Meine hier. Jetzt mal machen die Meister das schon, you. Geht das jetzt so auch schon? Boah, Alter. Was ist denn? Was machst du denn? Gut. Ich mäh. Mäh. Mäh, mäh, mäh. Ich mäh. Mäh. So. Also manchmal, gell, denke ich so über die deutsche Sprache nach. Und dann denke ich mir immer so, Gut gemacht, Deutschland. Man. Man. Bin am Man. Ja. Ein Wort und ein Tierlaut in einem. Geil. Man. Amen. Einfach nur geil. Ich will das nächste Mal mein Schaf-Overall anziehen hier. Ich habe übrigens auch, Ela hat wieder erzählt, dass ich ein, warte. Flamingo? No. Ein Flamingo Overall geschenkt gekriegt habe zu Weihnachten? No. Oh doch. Okay. Oh doch. Na fein. Als ich da jemand lustig drüber gemacht habe, dass ich immer auf einem Bein stehe. Auf dem Balkon. Weil mein Physio gesagt hat, ich soll das machen. So. Wir wenden. Ist ein bisschen schöner. Es ist ein bisschen schöner geworden. Ich schwöre euch eins, Leute, genauso wäre ich wirklich. Warte! Ich bin doch da noch gar nicht so weit! Martin! Einmal. Du solltest zweimal im Kreis fahren, bevor hin und her fahrst. Ja. Ich hab nur so ein kleines Ding. Unglaublich. Jetzt ja. Mach mal hin hier, ich muss durch. Ja! Was machst du auf meinem Feld? Jedes Mal, wenn wir auf diesem Feld zusammenarbeiten, dann. Eskaliert's. Halt und oder kollidiert's. Unglaublich. Beides. Unglaublich. So. Dann die Palettengabel gleich mal hierher. Flocke meint, ich kann die Grünstreifen außenrum mitmähen. Ja, kannst du auch. Soll ich? Ja, na, warum nicht? Qualitativ schlechteres Gras für unsere. Passt schon. Gras ist Gras. Das passt schon. Nee, das nicht. Nee? Mhm. Nee, dann fährt wieder einer über mein Gras, dann ist es wieder dreckig. Hm, da ziehe ich das Flamingo-Kostüm dann an. Das machst du. Was, wann? Der Axel hat gesagt, er zieht das Flamingo-Kostüm an. Ja, aber weshalb? Egal, aber er zieht's an. Hier, ich wäre dafür, wenn Ela ihren Geburtstagsstream macht, dann sitzt Axel da am Flamingo. Oh ja. Und wir im ohne Zahn. Oh ja. Wir haben schon wieder Dinge über mich beschlossen. Ach, Leute, ihr habt es alle gehört. Hallo? Ihr seid Zeugen.
nicht in Worte zu fassen. Das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Ich kann das einfach nicht haben, wenn ich hier ein Stückchen liegen lasse. So. Okay, ne, da haben wir doch hier schon mal ein bisschen... Es wird doch langsam, der Hof wird doch langsam, meine Lieben, oder? Was meint ihr? Könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, auch gerne hier im Chat raushauen, ne? Aber ich finde, langsam kommen wir hier ein bisschen Ordnung rein. So. Eigentlich voll der Architekt. Architekt? Das ist wohl noch nicht 100%. Komm, Daniels! Alter, verrückter Hund. Ja, kann ich dann das hier auch eigentlich auch alles mitmähen hier? Komm, Daniel, es schenkt der Community 5 Sub-Geschenke. Dankeschön dafür. War doch nicht über mein Heu. Danke, danke, danke. So, wie sieht's aus? Alex, ich soll euch verraten, wann das ist. Das seht ihr. Das seht ihr dann. Genau, ich wollte gerade sagen, das seht ihr, wenn es soweit ist. So. Ihr werdet auf Insta und so aber Bescheid bekommen. Da hat die Grashäufle auf mein Heu gemacht. Ich glaube, es hakt. Spinnst du? Immer die gleichen Konversationen auf diesem Feld bei uns. Ist nicht mehr so zu fassen. So, wie sieht's aus, Mädels? Wie sieht's aus? Ja, ich mähe schon neben dem Feld. Das ist gut, das ist gut. Wie sieht's aus mit dem Heu? Es wendet. Es wendet? Mhm. Warte, ich muss kurz umschalten. Es wendet. So, jetzt passt. Wendet. Okay, also es sieht gut gewendet aus im Prinzip. oder nicht? Oh ja, Alex, das machst. Ja, ja, es wendet so langsam, aber sicher. So langsam, aber sicher nach Fall. Mit dem Feld neben dem Feld werde ich jetzt dann auch bald. Na, wenn du dann durch bist mit Mähen, Hayley, dann kannst du ja dann Richtung Hof fahren und dir dann schon wieder die Presse anschneiden. Okay. Oh so. Nein, ich ahne Böses. Was denn? Die Presse. Die Presse. Nee, wieso? Ich mach dir die Schwade fertig und du presst dann. Und Ela ist dann die letzte im Bunde, die kannst du aussuchen, ob transportieren oder laden. Oh wow. Nee, da kommt dann vorher noch das Sammeln zu den großen Ballen, also laden mache ich dann. Okay. So. Ah, jetzt zübel ich erstmal zu euch hoch. Ja, erstmal angucken. Das die Wiese nebendran aufwenden oder sollen wir das mal als Gras mitnehmen? Nee, das machen wir. Achso, nee, wir machen jetzt alles mit Heu fertig. Ja. Und Gras machen wir dann auch nochmal geschlossen. Okay. Bin sogar am Überlegen, normalerweise wäre es für uns ganz gut oder vom Vorteil, wenn wir uns direkt ein Grasfeld ansehen dann. Aha. Bei uns in der Nähe im Prinzip. Alter. Oder was haltet ihr? Ich darf hier mal fünfmal drüber fahren. Ja, ja, wenn es nicht klappt, dann lass es als Gras. Dann muss der Axel da durch. Weil es halt das ähnliche Grasfeld war, so, da könnten wir... Ja, nee, ich meine, das Gras da drauf, wo ich schon Heu habe. Ich fahr halt nochmal drüber. Fahr halt nochmal drüber. Oh, dann eh nochmal schwadern und so Zeug. Alter. So, wie meditativ ist es nun mittlerweile? Kommt ihr jetzt langsam so ein bisschen so in die Bedienung mit rein, Mädels? Oder wie ist es so generell für euch? Man kann ja, ja funktioniert, aber ich habe gerade Puls. Das müsst ihr euch ausmachen, da bin ich raus. Aber so generell als Zwischenfazit, was man jetzt schon so ziehen kann, glaube ich mal, so nach den paar Folgen, die wir bis jetzt so gemacht haben, wie ist es so für euch? Ich würde behaupten, es läuft immer besser. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, weil, sorry, ich bin hier. Multitasking klappt immer noch nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, es läuft ganz gut. Ja, ist doch super. Ja. Das finde ich doch gut. Flocke, warum? Warum drückt Flocke die Augen zu? Alex, nee, da sag ich euch bestimmt nicht Bescheid. Ne? Vince, vielen Dank für deinen Follow. Wenn ich da in irgendwas rosa an dem rumrenne. Oh, danke, Alex. Ah, im Übrigen ist das rosa oder was? Ja, welche Farbe hat ein Flamingo? Ja, verdammte Axt. Ja, gut, da zieh ich das Ding halt an, wenn es rosa ist. Yay! 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 Oh. Ich hätte alternativ auch noch ein Einhorn. Ein Einhorn. Das habe ich sogar wieder geflickt. Ein flauschiges rosa Einhorn. Hm. Pink Fluffy Unicorn. Dancing a Rainbow. Aber. Es kann ja der Chat abstimmen, ob sie ihn lieber in Flamingo oder in Einhorn sehen wollen. In Flamingo. Ja, genau. In rosa Flamingo oder in pink buntem.
Rainbow Unicorn sehen wollen. Christmas. Ich bin übrigens für Unicorn, weil das ist mir schon fast ein bisschen zu klein. Das heißt, es schaut halt bei ihm dann nur so nach kurzer Hose aus und das wird den witzig ausschauen. Crisscross, machen wir wieder eine Abstimmung. Oh, Einhorn, sagt der Alex. Und wenn es mir nicht passt, zieh ich ein Flamingo an. Oh. Darf ja immer noch selber entscheiden, was ich anziehe, oder? Nö. Nein. Ja, natürlich. Hallo, ich meine, entscheidet ihr zu ihr, was ich anziehe, ja? Ja. Nein. Seit gerade eben. Nein, stopp. Janik, vielen Dank für dein Follow. Hayley, grinst und nicht so. Das ist der Moment, in dem ihr jetzt alle beim Excel einen Pantoffel in den Chat haut. Let's go! Was? Das ist echt eine schwere Entscheidung. Stell mir beides auch witzig vor. Ich vertraue euch. Warum? Holt den Pantoffel raus. Und kommen welche? Kommen Pantoffels? Oh, nö, kommt kein Pantoffel. Ah, kommen gleich noch. Verdammt. Leute, Pantoffel beim Excel in Chat. Verdammt. Ah. Beides. Wir könnten ja in der Hälfte wechseln. Weißt du, was wir für ein YouTube machen? Wir machen eine Fashion Show mit all meinen Overalls. Oh ja. Und ich hab einen. Ja, gut. Was? Was mach ich? Eine Fashion Show. Unglaublich. Unglaublich. Ja, Leute, ich hab's gemerkt. Wir in deinen Merch-Klamotten und du dafür in meinen Overalls. Genau. In meinen Merch-Klamotten. Darf ich das eigentlich schon sagen? Wir hatten ja darüber mal gesprochen. Ja. Ja, ne? Also ich umschreib das mal. Und zwar, meine Lieben, ihr wisst ja, es ist neues Merch am Start, ne? Mhm. Und da wird generell auch noch was auf der Shop-Seite, was Neues Einzug halten. Und generell auch so noch etwas Neues Einzug halten. Was das genau sein wird, kann ich euch noch nicht verraten. Aber es ist, mit der Hayley zusammen. Meine Lieben, was das da genau ist, lasst euch da mal überraschen, was wir da machen werden. Ah, schon. So, Chris, also Chris, mach mal Abstimmung, welches Kostüm, Flamingo oder Einhorn? So, und ich mache jetzt hier erstmal Schwade, weil Hayley kommt gleich mit der Presse, denke ich mal, oder? Ja, bin quasi gleich da. Du bist quasi gleich da. Aber ich muss nachher unbedingt googeln. Was denn? Ob es ein Kolibri overall gibt. Nee. Ich glaube, ich bin fertig. Du bist fertig. Das ist gut. Wie gesagt, da kannst du dann runterfahren und nimmst dir gleich den. Wo du die Beine halt zusammen sammelst, dann. Den nimmst du dir dann gleich an. So. Wir machen hier erstmal ringsrum. Bin ich vergessen. Dass die Dame dann gleich los kann. Ich denke mal, das sollte ganz gut gehen hier. Aber wo kriege ich die Presse denn eigentlich her? Na, die steht auf dem Hof. Hinten, wow, da hinten steht hinten an der Scheune. An der Scheune. Oh, Ela hat was vergessen. Was habe ich vergessen? Oh, Ela hat Gras vergessen. Habe ich ganz viel vergessen? Oh, soll ich nochmal zurückfahren? Ich bin noch nicht weit weg, du musst um die Ecke. Ja, gut, dann geht's. Dann muss ich hier kurz warten. Dann muss ich hier kurz stehen. Das wurde da? Der kleine? Genau, das ist unsere Presse, genau. Kann ich da ein Gewicht mit dran nehmen? Nee, was geht's? Was geht's dran nehmen? Sag mal, wer hat denn das gestapelt? Vergessen. Schaut ja aus, als wäre ich das gewesen. Nee, das ist einfach du gewesen. Das hat mit einem Update zu tun, weil das Update hat auch die Füllmenge der Paletten geändert. Deswegen sieht das so ein bisschen blöd aus. Oh, da habe ich was vergessen. Stehen. Machen Sie, junge Frau. Ich war absolut falsch. Wirklich. Das ist schon mal das Erste. Genau, dann macht nämlich die Ela hier noch lang, da kann ich hier nämlich wunderschön lang schwabern. Und wenn dann die Hayley dann nämlich gleich hier oben ist. Was hältst du denn davon jetzt mit dem Zaun und so, wie ich das da schon so gebastelt habe? Wie sieht denn das aus? Jetzt mal, also ohne Unterton, sondern ehrlich. Wunderschön. Du machst halt wieder mit Unterton, ne? Kennt ihr das? Kennt ihr das, meine Lieben?
Wenn ihr als Mann zu einer Frau sagt, ne, als Mann, wenn man was gebaut hat, ist klar, ne, so ist das, das ist von Urzeiten überliefert, ne, das Alpha, ich habe Feuer gemacht, so nach dem Motto, ne. Wenn man dann baut und man steht so strahlend vor der Frau, ne, so nach dem Motto, sieh dir an, was ich gebaut habe, ne, und die Frau voller Emotionen, ja, schön. Ja. Und ja. Vielen Dank ja. für deinen Nein, es ist sehr hübsch geworden. Was soll aber da wir noch? Sind bei 20 Minuten, so. Echt schon wieder? Unglaublich. So, naja, gut. Meine Lieben, lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. War wieder eine Folge, die ein bisschen Überlänge hatte, aber ich denke mal, das wird euch nicht stören. Und ja, schreibt was Nettes in die Kommentare. Wer noch nicht abonniert hat auf den Kanälen, kann das natürlich auch sehr gern machen. Würden wir uns sehr drüber freuen. Die Mädels stehen unten in der Videobeschreibung. Alles verlinkt, allem drum und dran. Könnt ihr hinschauen und gucken, wie es so aus ihren Perspektiven aussieht. Und ansonsten sind wir dann wieder live beim nächsten Mal und ihr seht uns auch natürlich wieder bei YouTube. Bis dahin, tschüss und ciao, winke winke. Ciao. Ciao.